Ich habe im Folgenden einen Fragebogen ausgearbeitet, so eine Art Fragetestbogen, der die politische Gesinnung ermitteln soll zum Meinungsstatus der Corona-Pandemie. Und zwar habe ich jetzt in 18 Punkten versucht, Thesen oder Hypothesen darzustellen für die Argumente der sogenannten Maßnahmenbefürworter. Als Maßnahmenbefürworter habe ich versucht, also ich habe mich versucht, in den Maßnahmenbefürworter einzufühlen und habe versucht, Argumente zu finden, die mich in diesem Einfühlungsprozess quasi leiten könnten. Also so, dass ich dann, so würde ich vielleicht argumentieren, wenn ich jetzt ein Maßnahmenbefürworter wäre. Das heißt jetzt nicht, dass diese 18 Punkte absolut sind. Das heißt auch nicht, dass hier jetzt quasi die Wahrheit dahinter steht und uneingeschränkt, ohne Hinterfragung die Sachen hingenommen werden müssen. Die Intention von mir war einfach die, in diesem Einfühlungsprozess für die Maßnahmenbefürworter, für diejenigen Menschen, die das alles gut finden, was die Regierungen und die Medien hier machen und die das auch unhinterfragt, sage ich jetzt mal, das ist zwar schon wieder eine Wertung, hinnehmen, dass diejenigen Menschen ja eine innere Motivation haben müssen, eine Motivation, die hergeleitet ist von Argumenten. Und da ich leider im Verlauf dieser Pandemiezeit noch nie das Vergnügen hatte, mit einem solchen Maßnahmenbefürworter so wirklich so tief zu diskutieren und mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil diese Diskussionen meistens abgebrochen wurden oder nicht gewollt sind. Deshalb habe ich versucht, quasi nun einmal den Standpunkt des Maßnahmenbefürworters einzunehmen und diese Hypothesen aufzustellen. Die sind sehr radikal, diese 18 Punkte. Aber man soll sie einfach als radikale Hypothesen hinnehmen. Und zudem habe ich sie so aufgezählt oder aufgestellt, dass von diesen ersten 18 Punkten, von diesen 18 Punkten der erste eigentlich die Grundlage bildet, wie das Fundament, dann der zweite wiederum eine Hypothese ist, die auf Grundlage des ersten Fundamentes geschlossen werden könnte, ja, als Hypothese, und so weiter, quasi wie eine Pyramide bis zum Schluss, bis man dann beim 18. Punkt angelangt, die aber alle auf dieser ersten Annahme eigentlich ruhen. Zumindest für mich hat sich das so dargestellt. Wenn jetzt Maßnahmenbefürworter das hören und denken, ja, aber das stimmt gar nicht, also ich bin gar nicht dieser Meinung, dann ist es wundervoll, dann kann man das durchaus diskutieren. Man soll sich immer die Frage stellen, stimmt das für mich, also für den, der jetzt zuhört, stimmt das für mich? Ja oder nein, wenn ich jetzt diese Fragen hier oder diese Hypothesen, diese Behauptungen, das sind ja Behauptungen, aufstelle. Und so komme ich jetzt zur ersten Behauptung. Die erste Grundannahme, die ich jetzt einfach in den Raum stelle, entschuldigt bitte, die ist folgende. Es gibt nur materielle Erscheinungen, die sich in verschiedensten Formen auf der Erde manifestieren. Andere nicht materielle Erscheinungsformen oder Einflüsse auf übergeordneten, also geistigen Ebenen lehne ich ab. Sie gehören in die Ecke der Esoterik. Es gibt nur ein einziges Leben und nach dem Tod ist Schluss. Der Mensch, so wie Tiere und Pflanzen, bestehen ausschließlich aus Materie. Würden Sie das so bejahen oder verneinen? Vielleicht würden Sie es auch relativieren. Vielleicht würden Sie sagen, ja, jein. Dann wäre es gut, wenn Sie sich Gedanken machen würden, was Sie anders formulieren würden oder wie Sie es anders sehen. Sehen Sie es radikal anders? Sehen Sie genau das Gegenteil? Oder sehen Sie im Prinzip schon alles materiell, aber mit leichten Differenzierungen? Wie gesagt, das sind Behauptungen. Ich werde jetzt das nicht jedes Mal nach jedem Punkt noch einmal sagen. Ich werde jetzt diese Punkte einfach weiter ausführen. Das ist also die erste Grundlage. Die zweite grundlegende Annahme. Als Maßnahmenbefürworter unterstütze ich die darwinistische Theorie, wonach Überleben und Fortpflanzung nur der am besten angepassten Pflanzen, Tiere und Menschen zusteht. Es herrscht ein ständiger Kampf der Natur unter den Reichen. Der Stärkere überlebt. Das ist also die darwinistische Theorie, die aufgebaut auf der materialistischen ist. Das wäre dann die zweite Annahme. Sage ich dazu ja oder sage ich dazu nein? Drittens, ich unterstütze die folgende Virentheorie, die besagt,
dass das Virus alles und das Milieu, Klammer Immunsystem, hygienische Faktoren, Klammer zu, nichts seien. Folgend der Theorie von Louis Pasteur und anderen. Zudem glaube ich daran, dass das Virus oder Bakterien und andere Mikroben hauptsächlich für das Entstehen von Krankheiten verantwortlich sind. Ja oder nein? Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Oder jein? Vierter Punkt. Ich bin zudem überzeugt, dass asymptomatische Ansteckungen von Mensch zu Mensch die Regel und nicht die Ausnahme sind. Klammer, ansonsten wäre ja das Maskentragen sinnlos, Klammer geschlossen. Das heißt, dass auch gesunde Menschen andere anstecken können. Die Virenlast dabei hat keine Bedeutung. Auch kleinste Virenfragmente können durchaus Krankheiten übertragen und oder verursachen. Ja oder nein? Fünfter Punkt. Zur aktuellen Pandemie. Schwieriges Wort. Zur aktuellen Pandemie und deren Maßnahmen wird Folgendes angenommen. Der staatlich verordnete Lockdown brachte eine deutliche Abmilderung des infektiösen Geschehens. Er brachte mehr Vorteile als Nachteile und muss deswegen als sinnvoll bezeichnet werden. Ja oder nein? Sechster Punkt. Ich nehme an, Alltagsmasken schützen mich vor Viren. Ja oder nein? Siebte Annahme. Zum PCR-Test habe ich folgende Ansicht. Der PCR-Test kann Infektionen zuverlässig nachweisen. Das heißt, er weist die Krankheit einer Person mit nur geringfügiger Fehlerquote nach. Eine Differentialdiagnose ist daher auf keinen Fall nötig. Ja oder nein? Achter Punkt. Zur Teststrategie der Regierung sehe ich Folgendes. Die Anzahl der Testungen hat mit den Zahlen der Neuinfektionen nichts zu tun. Es besteht weder eine Korrelation noch andere relevante Zusammenhänge. Ja oder nein? Neunter Punkt. Ich setze auch das Folgende voraus. Mutationen von Viren treten eher selten auf. Klammer, Delta folgte erst etwa 18 Monate nach SARS-CoV-2. Klammer zu. Zudem sind Mutationen oft gefährlicher als das Ursprungsvirus. Das gilt insbesondere für das Virus SARS-CoV-2. Dieses war ein neues Virus und hat wenig zu tun mit SARS-CoV. Ja oder nein? Zehnter Punkt. Zu den Impfstoffen behaupte ich das Folgende. Die staatlich verordneten Injektionen sind absolut sicher und schützen den Geimpften vor einer Erkrankung an Covid-19. Es handelt sich zudem, entgegen vieler Schwurblermeinungen, nicht um einen genetischen Eingriff in das Erbgut. Ja oder nein? Elfter Punkt. Ich bin überzeugt, dass die Herstellerfirmen in ehrlichem Bemühen und besorgt um das Wohl der Menschheit unbedingte Haftung für eintretende Schäden übernehmen und die Wirksamkeit ihrer Präparate vertraglich garantieren. Zudem gehe ich davon aus, dass diese Stoffe auf Herz und Nieren von den staatlichen Zulassungsstellen geprüft worden sind und immer wieder geprüft werden. Ja oder nein? Zwölfter Punkt. Ich bin weiter davon überzeugt, dass die primären Absichten der Pharmakonzerne rein philanthropischer Natur sind und die daraus resultierenden Gewinne nur marginalen Charakter haben. Ja oder nein? Punkt 13. Zu den Impfstoffen nehme ich weiterhin an, es handelt sich bei diesen Impfstoffen nicht um experimentelle Manipulation oder Eingriffe und es gibt nur wenige Nebenwirkungen und Todesfälle. Ja oder nein? 15. Punkt, nein. 14. Punkt. 14. Punkt. Zudem behaupte ich, die Herdenimmunität wird nur und ausschließlich durch die Durchimpfung der gesamten Weltbevölkerung mit diesen vier Impfstoffen, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna und Pfizer-BioNTech, erreicht. Andere Therapieformen gibt es nicht. Ja oder nein? So, jetzt kommt 15. 15. Punkt. Weiter gilt Folgendes für mich.
Diese Therapien, also Lockdown, Quarantäne, Masken, Tests und Impfung, sind alternativlos und einzigartig. Es gibt keine anderen Lösungen. Zudem ist der Geimpfte geschützt und darf deswegen Vorteile genießen im gesellschaftlichen Leben. Masken trägt er weiterhin nur aus purer Loyalität mit den anderen Menschen. Ja oder nein? Punkt 16. Schließlich stelle ich fest, Booster, das sind weitere zusätzliche Impfungen, bewirken das, was die zwei ersten Impfungen nicht unbeschränkt vermochten, nämlich die totale Immunität. Zudem, ein Impf-Abo, in Anführungsstrichen, ist zudem eine krude Verschwörungstheorie. Ja oder nein? Punkt 17. Ich bin überzeugt, dass die Ungeimpften schuld sind daran, dass sich die pandemische Situation nicht verbessert. Ich selbst bin erst dann vollends geschützt, wenn sich alle anderen Menschen geimpft haben. Ja oder nein? Und jetzt kommt noch der 18. und letzte Punkt. Ich attestiere eindringlich, dass all diese oben aufgeführten Sachverhalte von unseren Regierungen verantwortungsbewusst gestellt worden sind und ausschließlich dem Wohle des Volkes dienen. Sie dürfen weder hinterfragt noch diskutiert werden. Abweichler sind Nazis, Rechtsextreme und anderes Geschwurbel. Sie sind strikte zu verachten, weil sie die Gesellschaft gefährden. Ja oder nein? Das waren die 18 Punkte, die ich Ihnen gerne vorstellen wollte. Wie gesagt, ich sage es nochmal zum Schluss, das stellt nun nicht meine Meinung dar, sondern es stellt quasi die Haltung dar, die ich dann bekomme, wenn ich mich einfühle in einen Maßnahmenbefürworter und versuche, aus Mangel an Argumenten von der Seite her, selber mir Argumente zu erarbeiten, warum ich jetzt für diese ganzen Sachen bin. Also bitte, nehmt das zur Diskussion, nehmt das als Grundlage, nehmt das zum Überdenken. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören.